Melchi, hallo! Ja, Emily muss essen oder was? Juhu! Wir sind doch längst. Bad Mitterndorf erkennen, dass Skispringen nicht gleich Skifliegen ist. Nein, ich bin gar nicht zufrieden. Also, ich bin jetzt den Nein. Beiden richtig zurechtkommen. Das ist richtig ablenken. Mama ist hier. Ich fühle mich einfach schwer und ist gut jetzt. Wenn ich was trinke. Nicht richtig ins Fliegen gekommen, dazu Grippe geschwächt. Die anstrengende Tournee hat im gesamten Team Spuren hinterlassen. Vor Kraft strotzen dagegen weiterhin die Österreicher. Sieger Gregor Schlierensauer bewies im Gegensatz zur Tournee Nervenstärke. Ja, im ersten Durchgang nicht einen perfekten Sprung gehabt, das war mir bewusst noch da. Ein kleiner Fehler noch drinnen gehabt und im zweiten Durchgang wollte ich einfach. Das besser machen, das ist mir gelungen. Ich und das heil, war auch. Gleich einmal ein Schmierenzauer-Sprung, ein Schmierenzauer-Flug. Und ja, was da rausgekommen ist, war sensationell und Chancenrekord ist natürlich Siegtüpfelchen. Bitter dagegen für Sven Hannawald, denn der war am Kulm bislang am weitesten geflogen. Zum Biathlon-Weltmeister Maxim Tschudo aus Russland hat den 10-Kilometer-Sprint beim Weltcup in Oberhof gewonnen. Im Ziel lag er genau 12,7 Sekunden vor Michael Rösch. Der Altenberger verdrängte mit seiner besten Saisonleistung den Polen Tomasz Sikora auf den dritten Platz. Sikora führt jetzt in der Gesamtwertung. Und noch mehr Wintersport jetzt kurz gefasst. Ausgenutzt. Thomas Florschütz hat mit Anschieber Marc Kühne den Zweierbob-Weltcup in Königssee gewonnen. Das Duo profitierte von der gewichtsbedingten Disqualifikation des führenden Kanadiers Pierre Lüders. Bei den Damen ging der Sieg an die Amerikanerin Shauna Roebuck. Sandra Kyriassis und Delevi Anker wurden Zweiter, verteidigten aber ihre Weltcup-Führung. Abgehoben. Halsbrecherische Sprünge und atemberaubende Drehungen gab es in Davos zu bewundern. In den Schweizer Bergen trafen sich die besten Snowboard-Freestyler der Welt und hielten die Fans in Atem. Den Mix aus Mut und Wahnsinn bekam der Finne Janne Korpi am besten hin. Er holte 93 von 100 möglichen Punkten und schnappte sich 100.000 Dollar Siegprämie. Abgefahren. Spektakuläre Schnee-Action boten auch die Cracks auf zwei Brettern. Im amerikanischen Vermont zeigten die besten Ski-Freestyler, dass sie ihren Kollegen auf dem Snowboard in nichts nachstehen. Bereits bei Vorsprüngen stockte den Fans der Atem, doch auch rückwärts ist mit den Spezialskiern kein Problem, denn die Bretter sind vorne wie hinten gekrümmt. Der Held der Szene kommt aus Kanada, J.R. Borg hat überlegen den Wettbewerb. Die deutsche Leichtathletik trauert um René Herms, der mehrfache deutsche Meister über 800 Meter ist tot. Der Olympiateilnehmer von 2004 wurde gestern Vormittag in seiner Wohnung im sächsischen Lohmen bei Pirna aufgefunden. Über die Umstände seines Todes ist bisher noch nichts bekannt. Die Ermittlungen liefen noch, hieß es von der Polizei. Herms, bis vor einem Jahr der mit Abstand beste deutsche 800-Meter-Läufer, wurde 26 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau Steffi. Jetzt der Blick aufs Wetter. Es bleibt kalt, aber es ist wunderschön, beispielsweise um draußen ein bisschen Schlitten zu fahren. Schauen Sie mal jetzt das Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Schüko, der Adresse für Fenster und Solar. Ja, heute scheint verbreitet die Sonne. Im Westen gibt es dazu ein paar harmlose Schleierwolken. Nur Richtung Ostsee sowie in den Flusstälern an der Donau und am Oberrhein bleibt es meist trüb. Also werden in der Nordsee und auf den Bergen 3 Grad sogar bis plus 6 Grad erreicht. Ansonsten super. Bleibt es auch noch. Nur weil wir müssen ja nicht spazieren, ja. Jedes Wetter ist schön. Mit Schüko, der Adresse für Fenster und Solar. Und das waren die Nachrichten von mir. Die nächsten gibt es zur vollen Stunde um 12 Uhr. Dann erwartet Sie hier meine charmante Kollegin. Oh komm, du bist nicht schaffen wollen. Ach, guck mal, ist nicht mehr viel. Ja, mir ist nicht mehr viel. Du bist hier noch. Hier, dann schaffen wir noch. Komm her. Dann schaffen wir noch. Alle elektrischen Geräte aus. Mayday, Mayday, Mayday. Der Pilot versucht mit einer Notlandung die Situation zu retten. Ja, schon mal. Wir gehen runter. Doch was soll der Auslöser der Katastrophe? Noch zwei, drei Mal noch. Zwei, drei. Heute 22:05 bei NTV. NTV, der Nachrichtensender. Liebe ist kein Zufall.
Jeder sechste Internetnutzer hat seinen Partner bereits online gefunden. Finden auch Sie bei Elite-Partner den Partner, der wirklich zu Ihnen passt. Elitepartner.de, die Adresse für Akademiker und Singles mit Niveau. Und still, ey. Kapitale Anlage. Für neues Denken. Keine Panne. Mutschi. Was lustiges gucken hier, ey. Aus damit der blöde Stampfmusik. Du kannst jetzt mal deiner Mutter helfen. Und überleg dir schon mal ein schönes Geschenk für die Carmen. Ja, geil. Ich schenke dir ein Video, ne? Die Bluthochzeit von Frankenstein.